Continue. Okay. Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse. In der letzten Folge haben wir... Was haben wir in der letzten Folge gemacht? Mein Gott, weiß ich gar nicht. Egal, wir sind jetzt hier bei Ginyu. Wir machen jetzt bei Ginyu die ganzen Missionen. Ich habe nämlich seine Dingens hier, seine Freundschaft maximiert. Und deswegen können wir jetzt hier alle Missionen machen. Machen wir doch mal. Willst du das Ginyu-Kommando-Training 2 absolvieren? Dieses Spezialtraining ist für eine Willkommensparty für dich. Das heißt aber nicht, dass es kalte Getränke und Salzstangen gibt. Oh, Salzstangen. Wir teilen das Kommando in zwei Teams und dann wird gekämpft. Team A sind ich und du. Und Guldo. Team B sind Riku, Butter und Cheese. Ein Kampf 3 gegen 3. Wenn wir gewinnen, bringe ich dir neue Fähigkeiten bei. Okay. Wird ja nicht so schwer sein. Okay. Ich denke immer noch nach. Was haben wir im letzten Part gemacht? Weiß ich nicht. Guckt einfach in den letzten Part, dann wisst ihr wieder, was da vorgekommen ist. Okay, okay. Das dürfte ja in den Kampf hier wieder zu schaffen sein. Ich habe übrigens wieder ein paar neue Sachen. Zum Beispiel maximale Ladung. Die kann man sich jetzt kaufen. Damit kann ich mich noch schneller aufladen. Ach ja, und ich bin Level 81. Also es scheint bis 99 zu gehen. Nehme ich an. Deswegen. Das Problem ist aber jetzt bei Level 81. Also bis zu Level 80 waren noch. Man könnte ja mal die Klappe halten. Ich will ja mal erklären. So, ich habe meinen Angriff ein bisschen umgeordnet. Ich habe mal so geguckt, wo die ganzen Standardcharaktere ihre Attacken immer haben und habe die dann auch so angeordnet, damit ich so ein bisschen mehr ein Dragon Ball Charakter bin. So, sind jetzt alle ruhig, gut. So bis boah. Ich mache die einfach so platt hier. Tschüss. Ausgerechnet jetzt habe ich hier Schleim im Hals. Jetzt richtig schön. Ich will eigentlich gar nicht die ganze Zeit den Angriff spammen. Ist das und das so, meine super Explosionsangriffe sind jetzt auf 100. Ich komme ja mal trotzdem immer noch nicht so stark vor. So, komm, Bams. So, aber den Hals gereinigt. Bis zu Level 80 war noch, weiß ich nicht, wird ja jetzt sehen. Wie viele Punkte ich jetzt für das nächste Level abbrauche? Über 100.000. Anstatt irgendwie so 50.000 oder so immer. Ich habe schon wieder eine Kampfpose bekommen. Und ja. Deswegen wird das jetzt wahrscheinlich lange dauern zu leveln. Deswegen lassen wir halt so bei 81. Also ich tue storymäßig natürlich aufleveln. Ich habe den Kampf gegen Bills andauernd gemacht. Das ging irgendwie am schnellsten. Peter Kampf, wir gewinnen. Jetzt können wir bessere Freunde sein. Du hast übrigens gerade Kampfpose A gelernt. Nimmst du diese Kampfpose im Kampf ein, erhöhen sich deine Kampfwerte. Nicht nur das, es sieht echt cool aus. Sammle echte Kampferfahrung, dann führe ich dich durchs Training. Freu dich drauf. Mal weiter. Du hast viel Erfahrung gelangt. Weiter zum nächsten Training. Diesmal kämpfst du in der Reihe nach gegen drei Mitglieder des Kommandos. Zuerst gegen Bata, dann Jis und dann ich, Ginyu. Wenn du alle drei besiegst, bringe ich dir eine meiner besten Fähigkeiten bei. Geh es ruhig an, sonst verlierst du Gesundheit. Bist du bereit? Okay, ich muss keine Kampfpose oder so einsetzen. Gut. Milchkanone. Okay, ja, Ginyu bedeutet da irgendwie, ist irgendwie so ein Milchprodukt. Ja, das ganze Ginyu-Kommando ist ja ein, besteht aus Milchprodukten. Butter, Käse. Rikum, Guldo, weiß ich nicht. Ist auch irgendwie in Japan schon ein Milchprodukt. Weiß ich jetzt aber nicht. So. Ginyu konnten wir schon lange machen, deswegen wird das nicht so lange dauern. Hergeblieben. Jetzt die Boom. Du lässt mich Face aufladen, danke. Und dir! Ich finde den Angriff voll geil. Ja, ich habe 6 Keybalken jetzt auch. Ich glaube, das reicht auch.
Jetzt werde ich nur Gesundheit, glaube ich, immer erhöhen. Boom. Ey. Einfach puff abgewehrt. Boom. Und weg damit. Da ist noch Ginyu. Alles schneller als ich gedacht hatte. Kriegt natürlich den hier ab. Sieht aber schon ganz schön viel ab. Oh. Nice Battle. Ich wollte trotzdem noch ein bisschen reinhauen. Ja. Milchkanone. Wahrscheinlich muss ich den damit finishen am Ende, ne? Ja, geht richtig schnell, finde ich gut. Weiß man, was ich nach diesen paar Minuten ja noch mache? 6 Minuten schon. Wir haben schon 3 Kämpfe hinter uns. Haha, gut gemacht. Du hast die Milchkanone gemeistert. Klingt süß, ist aber sehr mächtig. Du hast gelernte Energie ab, die beim Auffall explodiert. Setze sie in Kampf ein, um deine Genauigkeit mit ihr zu steigern. Und es ist nur noch ein Ginyu-Kommando-Training übrig. Trainiere selbst noch etwas, dann starten wir das letzte Training. Das war's, viel Glück. Okay, das ist das letzte Spezialtraining für das Kommando. Du kämpfst der Reihe nach gegen alle 5 Mitglieder des Ginyu-Kommandos. Brauchst du zu lange, kämpfst du am Ende gegen uns alle zusammen. Zuerst Guldo, dann Riku, dann als drittes Bata, danach Cheese und zuletzt ich, Ginyu. Genau wie in der Dragon Ball Z-Serie, die Reihenfolge. Wenn du alle besiegst, bringe ich dir meinen ultimativen Angriff bei. Zeig mir, was du bisher im Training gelernt hast. Bist du bereit? Körpertausch? Körpertausch. Okay. 4 Sterne. 5 Minuten. Okay, ja. Schaff ich locker. Das kommt Guldo. Guldo. Ich hab ein Biscuit. Hast du gerade ein verdammtes Hunderleckerli auf mich geworfen? Ja, sehr schön. So. Komm her, Guldo, was willst du denn? Ja, sogar weniger KP. Haben wir schon mal gekämpft? Nee, ne? Oh, die kommen alle nacheinander, okay. Boah, die kommen alle sofort. Das könnte jetzt wieder nervig werden. Wir müssen nicht gegen alle kämpfen, oder? Wo ihr alle? Okay, das dürfte jetzt ein bisschen wehtun für euch. Matschis, geh aus dem Weg. Okay, ich muss gegen 5 Gegner auf einmal kämpfen. Geht mal weg. Und du frisst das! Weg mit dich! Und den hier noch rein und du bist weg! Oder auch nicht? Wir haben alle getroffen. Verdammt. Ja, wenn ihr alle diese Dinge auf mich werft, kann ich nicht viel machen. Danke. So, das reicht. Boom. Verdammt, immer noch am Leben. Ich kann auch Kiebälle werfen. Tun aber ein bisschen mehr weh. Uff. Und du kriegst den in die Fresse. Was? Ach so, okay. Ich will mich nicht zurückverwandeln. Jawohl. Ich bin Mitglied des Genius und nach Kommandos. Sehr gut. Ich zeig dir, wie das geht. Okay, Körpertausch. Das ist ja mal interessant, die Fähigkeit.
Was passiert denn, wenn ich halt gegen Bosse einsetze? So wie Bills. Die viel mehr KP haben wie ich. Ist auch voll überpowered dann. So, 10 Minuten schon wieder ein Training abgeschlossen. Also sehr gut. Deine Entwicklung freut mich. Du hast gerade die Fähigkeit Körpertausch gelernt. Tausche mit deinem Gegner, der größte Elite-Krieger, den Körper. Das ist mein ultimativer Move. Die Gesundheit wird auch getauscht. Sehr nützlich, wenn du geschwächt bist. Sehr gut. Von jetzt an bist du das 6. Mitglied des Ginyu-Sonderkommandos. Das müssen wir feiern. Wollen wir zusammen was tun? Ginyu-Kommando-Feierpose. Okay. Das sagt doch hier an für die Ginyu-Spezialpose. Boom. Sehr gut. Gucken wir mal. So, jetzt haben wir noch ein paar Meister übrig. Warte mal. Ich habe eine neue Setzseele bekommen. Setzseele von Ginyu. Ausrüsten verbessert Ginyus Fähigkeiten. Ist aber nicht so stark, finde ich jetzt. Okay. Ich guck mal, ob ich einen neuen Meister finde. Hoffentlich dieses Mal. Hey. Steht der einfach so vor mir oder kniet vor mir. Manchmal läuft ja auch Majin Buu herum, aber ich glaube nicht, dass man den als Meister haben kann. Wenn ich mir die Silhouetten anschaue, ja, hier Majin Buu, der steht die ganze Zeit schon immer hier. Und da kann ich ja als Meister haben. Sieht jetzt nicht so aus. So, ich muss mir einen neuen Meister suchen, damit ich für den nächsten Part schon wieder. Boah, stellen die sich alle vor mir. Wenn ich für den nächsten Part schon wieder einen Meister aufleveln kann. Vielleicht suche ich mir auch wieder Krillin oder Vegeta, die ich ja schon mal angesprochen habe. Habt ihr ja nichts verpasst. Ich würde gerne jemanden onscreen hier treffen. Aber natürlich, wenn ich wieder jemanden suche, ist niemand da. Das ist immer so zum Mäusemelken. Ach ja, hier ist auch noch irgendjemand. Der gibt mir wieder was. Wahrscheinlich, weil ich Bills besiegt habe. Der Typ, der gibt uns ja immer Sachen. Oh, das Bild war unglaublich. Ich dachte schon, es wäre vorbei. Hier ist ein Geschenk dafür, dass du bla 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 Energiekapsel war. Ich mir eigentlich denken kann. Na gut, dann machen wir die Mission für Majin Buu. Ich versuche, ob ich irgendwie Krillin noch mal aufsuchen kann. Von dem haben wir ja schon mal Training irgendwann mal begonnen. Muss ich halt wieder von vorne machen. Dann werde ich wahrscheinlich nächste Folge Krillin hier die Mission machen. Also das Training. Das ist so typisch, ne? Immer wenn ich einen neuen suche, ist jetzt niemand da. Es laufen ja immer voll viel rum. Jetzt habe ich nur Cell gesehen bis jetzt. Oh, dann machen wir die Mission für Majin Buu. Ich wollte schon sagen, wenn er jetzt auch weg ist, ne? Was auch immer der von uns will. Du bist wie Son Goku und Vegeta, oder? Und du kämpfst gerne? Bills hat Ärger bei der Party gemacht, weil es keinen Pudding gab. Wie egoistisch. Ah. Aber Bills ist stark. Nicht mal ich kann ihn besiegen. Gewinne etwas Zeit, bis ich mehr Pudding gemacht habe. Besiege ihn, wenn du glaubst, dass du es schaffen kannst. 5. Oh Gott. Meine Bulma, wie kannst du es wagen? Oh Gott. Kann ich noch mehr Leute mitnehmen? Ich glaube nicht. Nein, verdammt. Oh, ich habe so das Gefühl, das werde ich nicht schaffen. Weil wir nur gegen Bills kämpfen müssen, also ein Gegner. Ist halt doch noch ganz locker, oder? Stoppe Bills Zerstörung. Okay, ich muss nicht auf Majin Buu aufpassen. Mir ist aufgefallen, ich kann den nicht angreifen. Die können auch das Gebiet wechseln? Was war das denn? Ja, blöd ist auch. In den anderen Builds kämpfen kann ich ihn nicht angreifen. Also er flincht nicht, er schreckt nicht zurück, wenn ich ihn mit normalen Angriffen angreife. Deswegen mache ich den hier. Wuff. Oh mein Gott, echt. So.
So hätte der Storykampf sein müssen. So, ich muss mich leider aufhalten, Bild. Ich kann nur die Angriffe einsetzen. Alles andere, normale Angriffe bringen gegen den nichts. Der steht dann einfach so. Und ja. Muss den so angreifen. Wohl die schaffen es, den wegzuhauen. Da gucke ich dann an. So, jetzt hat er geklappt. Frisst das, Gott der Zerstörung. Gott, was hat schon? Das war schon. Was? Ich habe natürlich wieder nichts bekommen. Vielleicht treffe ich ja jetzt einen neuen Meister. Ich weiß ja nicht, wann die neue Respawn in der Stadt. Das ist ja blöde. Vielleicht finde ich ja jetzt einen Meister. Vielleicht sind die ja wieder neue Respawn in der Stadt. Gut gemacht. Bist jetzt wieder in seine eigene Welt zurückgekehrt. Jetzt kann die Party endlich weitergehen. Komm du auch mit, dann gebe ich dir was von meinem Pudding ab. Danke. Gerd war eine dieser Parallelquests, die noch nicht gelistet worden sind. Nehme ich an. Piccolo, okay, die haben neu gewechselt. Piccolo war vorher, glaube ich, nicht hier. Na, gucken wir mal. Ich noch irgendwo einen finde, der mein Meister wird. Welcher sich freiwillig meldet. Genial, habe ich ja auch nur provisorisch genommen, weil ich niemand anderen gefunden habe. Weil Körpertausch und die ganzen Kampfposen interessieren mich nicht wirklich. Wie es aussieht, finde ich ja schon wieder niemanden. So, bitte lass da jetzt mal einen neuen. Nein. Ah. Gott verdammt. Ich will mal wieder neu spawnen, ey. Mann, ey. Gino steht immer noch da. Grün. Ich muss üben, weil wir trainieren. Wenn du mich besiegst, gebe ich dir etwas ganz Schönes. Los geht's, kämpfen. Ja. Muss jetzt nicht. Und dann kann mal irgendwo noch ein Meister rumlaufen. Ja, werde ich wahrscheinlich offscreen Krillin suchen. Gibt's doch nicht. Ja, wenn ich jemanden suche. Okay, dann gucken wir mal. Okay. Hoffentlich ist das auch wert. Ja. Warum ist danach jemand Neues hier aufgetaucht? Bin schon wieder viel zu lange. Ich will eigentlich nur 20 Minuten jetzt immer aufnehmen. Wie ich schön jeden Tag was raushauen kann. Hat er zwei Balken? Nee. Nee, darauf habe ich jetzt keine Lust. Das sind zwei Balken gewesen, ne? Nee, habe ich jetzt keine Lust. Dann irgendwie weiß ich nicht. So eine Energiekapsel oder irgendwie so zu bekommen, wahrscheinlich. Nee, lass mal. So, lauf mal noch mal hier rum und boah, suchen jemanden. Hätte wohl irgendwo nur einen finden, hallo? Ich weiß nicht, dass hier noch keine Meister sind. Nur Piccolo ist hier gerade rumgelaufen. Leck mich. Wo müssen noch mal welche auftauchen? Dragon Balls habe ich auch nicht alle. C18, hi! Du bist eine neue Meisterin. Trunks wollte wohl, dass ich dich trainiere. Ich bin Nummer 18, C18. Schön, dich kennenzulernen. Ich mag keine mühsamen Dinge. Zeig mir deine Stärke. Wenn du Potenzial hast, trainiere ich dich, damit du stärker wirst. Ja, ich werde dein Meister sein. Die Details klären wir nach dem Fest. Aber nur, wenn du willst. Willst du es versuchen? Ja, klar.
Sehr schön. Upsala. Gewinne und du bestehst, verliere und du bestehst nicht. Macht Sinn, oder? Gewinnst du, bringe ich dir eine Fähigkeit bei. Du willst doch eine Belohnung, oder? Zeig mir, dass der Titel Zeitsoldat nicht nur Show ist. Komm schon. Powerblitz. Ja, dürfte zu schaffen sein. Ja, endlich einen neuen Meister. Sehr schön. Okay. Sie hat den mal, glaube ich, noch nicht gesehen. Oder in dieser Liste eher, jedenfalls. Okay, das dürfte jetzt wieder nicht so schwer sein. Nee. Ich nehme an, das ist die C18 nach der Zellsaga, ne? Oh Mann, echt. Okay. So, geht doch. Okay, wir sind vor der Capsule Corporation, deswegen nehme ich mal an. Sie ist die nach der Zellsaga, macht ja auch Sinn. Jetzt hätte sie mich wahrscheinlich versucht schon abzumurksen. Power Blitz. Okay. Weiß schon, welchen Charakter ich beim nächsten Mal Training absolviere. Mache ich jetzt immer so. Du hast bestanden, ich nehme dich zu meinen Schüler. Wir sehen uns. Was? Erwartest du eine Lektion nur mit einer alleine? Du hast den Powerblitz erlernen. Setz ihn ein und werde erfahren im Kampf. Ich will dich schnell trainieren und mein Geld von Kaioshin der Zeit. Was? Okay. Na gut, dann würde ich sagen, ich beende den Part und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Dragon Ball Xenoverse. Ich bleibe mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.